Hallo liebe Freunde des gefickten Rollenspielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von The Outer Worlds. Wir müssen jetzt mal bei Gladys nachfragen, ob wir... Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das wäre wohl ein Spoiler. Frag mal die... Wegen Kopfgeld, achso. So, It's almost time for today's episode of the Chairman's Children. Ja, also wir versuchen immer noch da reinzukommen. Für die Mission, für den Max. Handeln mal. I've got a lovely little throat. So, hat sie Dietriche. Ja, hat sie. 4 Stück. Hier, ich will die kaufen. Hallo? Achso, eh. Alle. Danke. So, dann gehen wir hier raus. Was ich jetzt zusätzlich mal noch mache, ist... Einfach hier ein bisschen Skill drauf geben. Nicht viel, aber damit brauchen wir auch weniger Dietriche, wenn wir hier Skill drauf geben. Und wir haben ja sogar schon Bonusunterstützung Ecken. Wicker, vom Wicker auch nochmal. So, dann haben wir hier. Wir machen mal Schleichen auch auf 20. Dann haben wir hier alles auf dem Mindestwert. Das ist schon mal ganz gut. Hinterhältiger Angriff. Greife unwissende Gegner an, während du geduckt bist, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Genau das wollte ich letztens schon machen. Muss man also den entsprechenden Skill dafür haben. So, perfekt. Und jetzt können wir mal noch gucken, ob wir eventuell Klamotten haben, die irgendwie den Hackenskill verbessern. Technik, was ist denn das? Das ist Tarnung. So, Tarnung. Technik. Einhandwaffen. Tarnung eher noch schlechter. Technik. 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 Schlossknacken. Ha! Perfekt. Achso, ich brauche nicht hacken, sondern ich brauche Schlossknacken. Könnte sein. Gut, wir haben den Skill erhöht, wir haben den Helm, wir haben mehr Dietriche. Wir müssten da jetzt eigentlich reinkommen. Ja, kommen wir auch. You're an artist, Captain. There it is. Just yank the drive and I'll do the rest. So, Datenmodul mit Aufzeichnung zur Andockstation auswerfen. Sicherheitsprotokolle, beschlagnahmte Waren. Beschlagnahmte Waren, Sicherheitsprotokolle. Festnahme eines Freischaffenden, der ausweichende Antworten über sein Geschäft gab. Beschlagnahmung seiner Besitztümer, während er auf seine Befragung wartete. Modifizierte Pistole, Axt, Metall. Okay. Er floh, bevor wir zur Sache kommen konnten, hat sein Zeug zurückgelassen. Es wurde im hinteren Bereich der Sicherheitsstation eingelagert, bis der Idiot sich wieder hier blicken lässt, was vermutlich nie passieren wird. Im hinteren Bereich der Sicherheitsstation. Sicherheitsprotokolle. Sublight hat ein Gebot für eines unserer beschlagnahmten Schiffe abgegeben. Sogar ein ziemlich großzügiges. Verhandele um den üblichen Finderlohn und gib dann Lilia ihren Anteil. Schlägerei in der Lost Hope. Freischaffende gegen Vorstand. Die Freischaffenden haben gewonnen, haben einen Frachter-Captain mit mehr Bits als Verstand festgenommen. Hawthorns Schiff beschlagnahmt auf Befehl von Udom Bedford. Immer noch keine Ahnung, warum sich Hawthorne mit diesem Vorstandsschlange abgibt. Ein Kerl aus den mittleren Buchten hat einen Mondjungen vom Möbel total durchgeknallt, hat mich gewarnt, dass der Mond die Endzeit einläuten würde. War unfassbar high von dem Zeug, das MacReed oder MacRed dort unten anbaut. Habe eine eidesstattliche Aussage des MacRed oder MacRid, es könnte auch Englisch sein, MacRid, im Rest and Go gesichert wurde. Nicht, dass irgendwer das beschädigen würde. Erinnerung, Gladys im Auge zu behalten. Okay. Now
finally find out where that scholar I'm looking for ended up. Ja, okay. Müssen wir jetzt hier wieder raus, oder was? War es das jetzt? Tagebuch. Ach, gib wieder das Datenmodul, okay. So, hier, Kollege. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a Sublight Salvage Crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Ja, er ist also auf Monarch. Hallo Thomas, servus. Das scheint mir alles verdächtig einfach. Wahrnehmung, du hast einen Moment gezögert, Vicar. Was verschweigst du mir? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? Das scheint mir alles verdächtig einfach. I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things. Hm. Ja gut, dann ist es halt so, wenn er denkt, dass das so, dass er da ist und so, dann schauen wir dort vorbei. So, was haben wir denn noch an Quests, die wir jetzt hier mache Reginald Cheney ausfindig. Muss man nach Monarch. Bringe Pavati zurück aufs Schiff. Die Sanitärmaschine. Säurereiniger installieren. Okay, das können wir alles auf dem Schiff machen. Finde Captain Irony auf Skylla. Dr. Dorset meint, dass sich Captain Irony vermutlich irgendwo auf Skylla befände. Suchen ihn und... Ja. Dann gehen wir erstmal mit Schrottsammler im All, was ist das denn? Da du den Zugang zu Stellar Bay hast, hat Gladys vorgeschlagen, dass du mit Lilia Hagen im Sublight-Büro sprichst. Sprich mit Lilia Hagen. Lilia Hagen leitet Sublight Salvage und Shipping. Ihr Büro befindet sich auf der Promenade der Groundbaker neben dem Spreadwurst-Verkäufer. Spreadwurst. Na komm, wir sprechen mal noch mit ihr. Wenn wir jetzt gerade hier sind, können wir das auch noch erledigen. I don't mean to be rude, Mr. Vicar, but I already got a dad. I don't need a new one. Are you saying my advice is unwanted? I'm saying it's not very good. Die beiden mögen sich wohl ein bisschen nicht. So, da hinten müssen wir hin. Irgendwo nach oben. Okay. BNP, I can't believe it's not yours. Oh, neat! They got stuff in here I ain't seen in ages. Well, this should prove interesting, to say the least. Hier scheint es nach oben zu gehen. Guten Tag. Oh. Ich will mich hier nicht reinhacken. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Jupp, ich fliege die Unreliable. Ich bin Captain Lauch. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Du bist also Angestellter von Sublight? Sure am. A few years back they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days I stick to HQ and look after Miss Lilia. Ja. Hallo, guten Tag. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Ich bin Lauch, Captain der Unreliable. Ja, eins. Charmed.
It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Ich habe ihn nicht getötet. Lass Ada bloß nicht hören, wie du ihr Schiff beleidigst. Hawthorne, noch nie von ihm gehört. Machen wir mal zwei. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? Ich komme nach Stellar Bay. Erzähl mir mehr von dem Job. Was ist so besonders an Stellar Bay? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. Erstens, seit der Vorstand sich zurückgezogen hat, liegt ein Embargo auf dem Planeten. Es gibt nur wenige Regeln, dafür jede Menge Freiheit. Zweitens gibt es dort jede Menge gutes Zeug, das damals niemand mitnehmen konnte. Okay, dann wir kommen dahin. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna Warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Okay, wir müssen also irgendwas in einem Lagerhaus suchen und dann irgendwo hinbringen. Ich nehme den Job an. Was macht Sublight in Fallbrook? Welche Art Bergung besprechen wir hier? Mal die drei. Wir fragen mal nach. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. Okay, es geht um irgendein Gas. Ich bin also hinter Alta Vita Gas her. Was genau ist das? Ja, das würde ich gerne mal wissen. It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vita Gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nucleon in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. Ah, yes, Alta Vitae. I knew someone who inhaled it by accident. I'd never seen anybody spontaneously combust before. I see your friend here is the brains of the operation. Good. Every salvage crew needs one. Ach ja, schön. Wie ich sehe, ist ein Freund das Hirn deines Teams. Gut, jede Bergungscrew braucht so jemanden. Wir nehmen den Job an. Now get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Understood? Wo nachhaltig Ausschau klingt zwielichtig. Gibt es sonst noch etwas, das ich über Monarch wissen sollte? Oh, die vier. Few laws and even fewer people to enforce them. If you're working for the right side, it's a fucking paradise. You'll do fine. Probably nothing to worry about. Probably. I ain't worried if you aren't, Captain. Honest. Mhm. Gut, dann gehen wir mal zurück. Let us take heed that we are not caught bending the law. I am not keen on another long-term penitentiary assignment. Mhm. Er war schon mal im Knast. Why in the architect's name would you say that? It's just that you're real grouchy. Kinda all the time? I'm not grouchy, I'm just irritated by a name question. Yeah, see, when you say it like that, it makes me wonder. Okay, können wir hier reisen? Ja, aber nur. Warte mal, was ist, wenn wir. Ah, wir können zu unserem Schiff. Wir können sogar ins Schiff reisen. Slim and Shine. Diet Toothpath. das ist die Zahnpasta. Okay, wir aktivieren das Quest von Parvati.
did not expect you back so soon, Captain. Ach, Ada, halt's Maul. Und dann reden wir mal mit dir. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. Some of the drinks we tried, I even liked. I guess it's not all disgusting. Ja, also sie hat also Spaß. Hast du mit Junlei gesprochen? Ach, Cortano. I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. Also sie hat natürlich direkt geschrieben, sie war betrunken und jetzt ist sie sich unsicher. Gibt es irgendwelche lustigen Tippfehler? Okay, so weit, so gut. Machen wir die 1. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Also mag Junlei dich doch und sie hat es auf eine seltsame Art gesagt, die man sich vorstellen kann. Also war die Isabel-Krise nur ein großes Missverständnis. Da bin ich ja froh, dass wir Zeit mit Trinken vergeudet haben, nur weil Junlei keine Nachrichten schreiben kann. Wenn ihr zwei ja je heiratet, heißt es nachher, haha, war nur Spaß, es sei denn, du meinst es erst. Meinst es ernst? Machen wir die 1. Oh, isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. 19.000 XP. So, wie geht es jetzt noch weiter? Hallo? Moment mal. Wie? Das war's? Jetzt schreiben die sich ja Briefchen hin und her? Toll. Ich dachte, es geht noch weiter. Mach, lame. So, wir reden mal mit dem Computer. Welcome back, Captain. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Ach ja, stimmt. Hat der Kerl denn sonst nichts zu tun? I don't believe so, Captain. Transmission incoming. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Ja, da fliegen wir jetzt gleich hin. Aber vorher müssen wir noch unseren Roboter oben reparieren. Sag mir einfach, was ich tun soll. Klingt so, als wärst du schon mal auf Monarch gewesen. Kannst du ihm nicht einfach eine Nachricht schicken? Oh, I've tried. I haven't been able to get through to him at all. Silence from the system's own information broker? Not a good sign. Das habe ich schon versucht. Ich konnte ihn allerdings nicht erreichen. Und wenn der Informationssensor des eigenen Systems nicht antwortet, dann ist das kein gutes Zeichen. Ich schätze mal, du willst, dass ich mich darum kümmere. Hast du irgendwelche Vermutungen? Oh, could be any number of reasons. Incarceration, a period of copious drinking, a severe case of the sleeping sickness. Better to be sure than to resort to conjecture. You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Neoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Very hard. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Sobald du alles hast, was du brauchst, begib dich zu Hiram Blythe's Anwesen. Okay, ich möchte gerne ein paar Fragen stellen. In Ordnung, bis dann. Machen wir die paar Fragen. Come see me in my lab. I'll answer any questions you have.
Ah, nee, habe ich jetzt keinen Bock Best drauf. Of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Level up, sehr gut. Jetzt gehen wir zu unserem Roboter und reparieren den noch. Der war ja irgendwo... Ah, hier ist er. Hallo, Kollege. So, die Säurereiniger installieren. Oh. Initiating initialization sequences. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Nein. You know what's great about our SAM units? They never need to be told twice. Ach schön, willkommen in meiner Crew, Sam. Dann sag ich mal, wo du. Dann sag mir mal, wo du hergekommen bist. Dann überlasse ich dich mal deine Arbeit. Machen wir jetzt zwei. All SAM units travel fully assembled in a 12x12 corrugated steel box. Wow. Alle SAM-Einheiten werden vormontiert in einer 3x3 Meter großen gewählten Stahlcontainer geliefert. Okay, willkommen in meiner Crew. Nein, ich meinte, ich möchte gerne mehr über dich wissen. Na, was sagst du, Sam? Hilfst du mir, diese Kolonie aufzuräumen? Ah, mal zwei. Did you know SAM-Units are capable of equipping regulation-grade flamethrower nozzles? Upgrade your attachment today and get to firing away. Ist das bescheuert? Ja, Oh, die drei. Got stubborn stains. Leave them for Sam. Na, was sagst du, Sam? Hilfst du mir, diese Kolonie aufzuräumen? Ja, okay. Willkommen in meiner Crew, Sam. SAM units live to clean and clean to live. Okay, er legt hier direkt los. Gut, dann gehen wir noch mal kurz an die Werkbank. Remember, items in the hold may shift during takeoffs and landings. Ja, ja. So, zerlegen. Guck mal hier, das Messer zerlegen wir jetzt, oder? Dann haben wir hier zweimal Plasmagewehr, die keine Sau braucht. Und wir haben zwei Pistolen, also doppelt. Außerdem haben wir zwei taktische Schrotflinten schon wieder. So, hier sieht es überschaubar aus. Wir reparieren. Das verrutscht ja jedes Mal. Seht ihr das? Das ist irgendwie... Ich verstehe das nicht. Das Ding haben wir nicht in Benutzung. Ich repariere es jetzt einfach. Nervt. So, tüfteln. Wir tüfteln einfach nochmal ein bisschen. Mehr Schaden finde ich immer gut. Geben wir ein bisschen Geld aus. Gut. Wie viel Gewicht haben wir jetzt? 138. Was haben wir denn noch so an? Ach hier, ne? Die Module wollten wir ja mal ablegen, teilweise. Beziehungsweise... Also, was ich mich jetzt gerade frage, ob die Grundwaffen immer die gleichen bleiben und ob man sie wirklich dauerhaft dann einfach noch mit aufrüstet. Oder ob man irgendwann auch noch bessere Waffen findet. Nein, das Sturmgewehr macht jetzt 308 Damage. Das ist schon eine ganz gute Ansage. Und das Ding hier 234. Also die Frage stelle ich mich halt wirklich. Wir haben leichte Munition 1000. Lol. Krass. Beziehungsweise was können wir denn modifizieren hier? Wir könnten auch die Waffen der Leute modifizieren, sehe ich gerade. Das sind die Slots, oder? Diese gelben Punkte sind die Modifizierungsslots, oder? Spaßkanone. Fernkampfwaffenmod, Lauf erhöht den verursachten kritischen Schaden. Davon haben wir zwei. Ach komm, bau einfach mal ein. Werden auch die alten hochgestuft. Achso, es gibt dann quasi die Grundwaffen in einer höheren Stufe und die machen einfach mehr Schaden. Verstehe.
So, wir können das Magazin vergrößern. Magazinkapazität hier. So, und jetzt müssten ja eigentlich, wenn ich hier raus... Oh, ernsthaft? Okay. Scheinbar ist ja in dem Mod, gibt es hier einen Bug in diesem Menü, dass man hier nicht wieder rauskommt. Ich packe euch wieder mal kurz auf den Vorschau-Screen und starte das Spiel neu. Bis gleich. Okay. So, wir laden neu. Oh, er hat hier oben gespeichert. Kacke. Und warum haben wir da unten das... Moment mal. Was jetzt? Ne, hier will ich nicht hin. Achso, das ist das Terminal dort. Oh, ich muss jetzt alles nochmal neu machen? Oh, tatsächlich. Oh, so ein Scheiß. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Also dieses Modifikationsmodul ist natürlich kack, also dieses Menü. Das heißt, da komme ich jedes Mal nicht raus. Ich würde vor allen Dingen jetzt gerne die Waffe modifizieren, aber das heißt ja, das passiert ja jetzt wieder. Warte mal, ich versuche das jetzt nochmal speichern. So, hier, ich hätte gerne kritischen Schaden. Oh, ich komme raus. Speichern. Und ich hätte gerne größeres Magazin. Scheint nicht immer aufzutreten. So, nochmal tüfteln. Witzigerweise hat er jetzt, hier sind jetzt zwei Punkte, beim Tüfteln ist aber hier nur ein Punkt. Hä? Haben wir jetzt die falsche Waffe modifiziert? Warum das denn? Nee, haben wir nicht. Warum sind hier, warum blinkt hier nur, oder warum leuchtet hier nur ein Punkt und hier leuchten zwei Punkte für zwei Module? Verstehe ich nicht. Ja, das scheint an allen Werkbänken zu liegen, weil wir hatten das ja vorhin auch an der anderen Werkbank. So, wir sind bei 143 Gewicht. Gut, dann auf nach... Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Welches Quest ist denn gerade aktiviert? Sprich, ach so, Monarch. Wäre den fehlenden Zugangscode... der leere mache Reginald ausfindig. Ja, ja, Vicar hat den Gelehrten zu einem angewiesenen Haus in Fallbrook auf Monarch. Machen wir erstmal vielleicht das. So, Monarch hier. Stellar Bay, Landeplatz von Cascadia. Moment mal.
Wo muss ich jetzt hier hin? Den Gelehrten zu einem angewiesenen Haus im Fallbrook auf Monarch zurückverfolgt. Bring Max zu Reginald Cheney, um ihn den Ja, aber Fallbrook haben wir gar nicht auf Monarch. Vielleicht auch erstmal das hier. Stella Bay ist das. Okay. Gut, dann auf nach Stella Bay. Aber die Folge ist vorbei. Wir sind bei einer halben Stunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Wir fliegen dann nach Monarch in der nächsten Folge. Und sehen uns dann dort wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.